Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Lens Island. So, Spiel spielen, genau dafür sind wir hier. Datei laden, neues Spiel, Weltname. Weltname ist du, weil du meine Welt bist. Du, verehrter Zuschauer, neues Spiel. Friedlich, nö. Das Standard-Survival-Spiel, das klingt nach mir. Und da sind wir ja. Woher stammt Len? Yarrow Island, Zengar City, Acacia Plains, Garf Hinterlands. Achso, das ist bestimmt mein Aussehen. Ach, ich mag Rotschöpfe ganz gern. Dann ein Rotschopf. Nächster. Weiblich oder männliches Gesicht? Ich würde sagen männlich. Trägt Len Schuhe? Nein oder auf keinen Fall? Dann wählen ja auf keinen Fall. Können wir noch customizen? Oh, Frisuren. Na, so mit Glatze geht das natürlich auch. Aber lieber schöne Haare. Kann ich nicht ranzoomen. Ich bin ein bisschen blind. Ich würde sagen, das ist rote Haare, ja. Ach, die Frisur ist gut. So, was haben wir hier? Ich glaube, da werden meine Möpse zu stark betont. Das lassen wir mal lieber. Das finde ich gut. Das wäre ein Statement zu hautenge Leggings. Gut, ich bin so fett, da ist alles hauteng. Rock muss auch nicht sein. Was passt dazu? Das wäre natürlich Fashion. Ein Fashion-Verbrechen. Gibt es nicht eine passende Hose einfach dazu? Ansonsten nehme ich den Rock ganz einfach. Nee, ich würde sagen, das passt. Spiel starten! Dein einst sicheres Zuhause wurde von den Leeren zerstört. Die Geheimnisse der Dunkelheit, die sie antreibt, müssen noch aufgedeckt werden. Niemand versteht ihre Kraft oder woher sie kommt. Du wirst zur vergessenen Insel gebracht, wo der Lichtsteinrausch begann, in der Hoffnung, ein neues Leben aufzubauen. Ja, dann her mit dem neuen Leben. Sieht ja schon mal cool aus. Was haben wir hier? Es leckt ein bisschen, das ist uncool. Zeit jeden Angriff, um für, was ist das für ein Satz? Zeit jeden Angriff, um für mehr Schaden einen kritischen Treffer auszulösen. Ach so, okay, da ist die Übersetzung wahrscheinlich noch nicht ganz gut. Wenn ich das hier richtig time, wenn dieser Kreis erscheint, mache ich extra Schaden an der Umwelt und wahrscheinlich auch an anderen Dingen. Ja. Klappt wohl gerade nicht. Ist egal. Baum fällt. Und zwölf Baumfreunde im Inventar. So soll das sein. Ah. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich den Rhythmus raus. Und Bäume fällen andere Bäume. Das nenne ich Arbeitsteilung. Hier haben wir ein Steinchen. Das kommt reinchen ins Inventar. Was muss ich hier überhaupt machen? Mache ich da überhaupt Schaden? Kommt keine Schadenszahl. Wir versuchen es einfach weiter. Bis die Spitzhacke komplett für den Arsch ist. Ich glaube, das können wir lassen. Okay. Schadensmarkierungen sind also doch sinnvoll. Ja, hau nicht einfach in die Luft. Kann ich echt nicht ein bisschen ranzoomen? Also mit Mausrad geht's nicht. Mit Plus auf der Tastatur macht auch nichts. Vielleicht geht's ja in den Einstellungen. Ich hab's übersehen. Eine Seerose. Ich sehe Rosen, mit denen ich nicht interagieren kann. Was haben wir hier? Pflanzenfasern. Boah, sieht ein bisschen danach aus. So, erste Schritte. Ein Haus bauen, ein Bett platzieren, baue eine Werkbank. Aktiviere den Dungeon-Obelisken. Okay. Dungeon-Obelisken sehe ich noch nicht. Für ein Haus braucht man hier erstmal ein schönes Fleckchen Erde. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber es muss perfekt sein. Oder annähernd perfekt. So, Steine im Inventar. So soll das sein. So würde ich aber nicht schwimmen gehen. Frag mich, ob es hier auch andere Biome und sowas gibt. Bestimmt. Hier ist schon mal ein Strand. Und ein Kaninchen, da bin ich ein großer Fan. Ich habe hier zwei Zwergkaninchen, die mehr oder weniger cool sind. Komm hier, nicht weghoppeln. Du bist ja wie meine zwei eigenen. Oh, ein ganz schönes Wildleben haben wir hier.
Die Tiere des Waldes vereinigen sich gegen mich. Was haben wir hier? Kleine Kräppchen. Hatte ich erst Sushi mit bisschen Krabben drin. War eigentlich ganz gut. Und nochmal Kaninchen und so ein rotes. Wieso bist du ein rotes Kaninchen? Kann ich rennen? Ich kann zumindest springen und ausweichen. Das sieht hier wie ein Kiefernwald so ein bisschen aus. Tannenwald. Den Stock nehme ich aber für mich. Oh, Schiffbruch. Alles, was ich looten kann, gehört mir. Okay, kann nichts looten. Was haben wir hier? Okay, die Steine kann ich anscheinend zerlegen. Zwar nicht gut. Komm schon. Ich versuche das doch zu timen. Ah? Ah? Ich hab den Rhythmus. Ich hab den Rhythmus. Nein, ich wollte es doch nur aufsammeln. Also bis jetzt mag ich die Mechaniken vom Spiel. Am Anfang hat es ganz kurz mal minimal geleckt. Das lag aber eher an meinem Rechner. Gerade vor allem mit der Aufnahme ist der ziemlich belastet, würde ich einfach mal sagen. Sehr belastend. Ist zwar eigentlich ein guter Prozessor drin und gute Grafikkarte. Teure Grafikkarte. Sollte also vor allem für dieses Spiel reichen, aber manchmal zickt er auch rum. So, ein Bett platzieren. Wo platzieren wir das Bett? Direkt im Arsch von dem Elch hier? Nee, hat er was dagegen. Ist vielleicht eher ein Hirsch gewesen. Vielleicht hat er deswegen was dagegen gehabt, wenn ich ihn hier schon falsch klassifiziere. Gender. Sind das... Wieso schwimmt ihr denn im Kreis, ihr Fischchen? Okay, das ist jetzt... Nicht wirklich, ich habe ein Angelsymbol, aber ist nicht wirklich eine Angel. Na gut, dann schauen wir mal hier über den Fluss. Vielleicht haben wir hier einen richtig schönen Ort. Ja, das sieht hier zumindest flach aus. Was haben wir denn hier? Bist du eine Katze oder ein Fuchs? Du siehst mehr nach Fuchs aus. Ich weiß es nicht. Wer bist du, Kollege? Steph, hi. Ich glaube, ich habe dich noch nicht gesehen. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Ich heiße Steph. Nett, dich kennenzulernen. Ich bin seit ein paar Wochen in diesem kleinen Lager. Was hast du zu verkaufen? Ich verkaufe eine große Vielfalt an Blumen, Samen und Beeren sowie landwirtschaftlichen Werkzeugen. Du kannst diese Blumen selbst pflücken, wenn du Glück hast, sie zu finden. Manche sind ziemlich schwer zu finden. Lass es mich dir sagen. Was sind denn das für Sätze? Wenn du dir ein Stück Land für die Landwirtschaft einrichtest, kannst du die Samen pflanzen und beim Wachsen zusehen. Ich kaufe sie gerne von dir. Vergiss nicht, das Feld auch zu bewässern. Danke für den Tipp. Gern geschehen. Schau dir gern meine Waren an oder sag Bescheid, wenn du Waren verkaufen möchtest. Ja, was hast du denn? Nächster über dich selbst? Nee, danke. Blaubeeren kaufen für 10 Gold. Wie viel Gold habe ich denn? Da unten ist meine Experience, meine Erfahrung. Da ist eine Karte, da ist ein C, da ist ein Tab. Keine Ahnung. Schau mal hier mal rum. Einer, der aus seinem Schwert rumklöppelt, das wird der Schmied sein. Und du bist der Ausrüstungsfritze, denke ich mal. Wir schauen mal auf die Karte. Ich denke mal, das ist die... Okay, da kann ich verschiedene Markierungen setzen und die wechseln durch, wenn ich links klicke. Gut zu wissen, ich glaube auch, die sind dauerhaft. So, aber das sieht hier gar nicht so schlecht aus, wo wir gerade sind. Hier können wir sicher ein wunderbares Haus hinsetzen. Können die natürlich noch anlabern. Sieht ein bisschen aus wie Minen, die ich in Minecraft mache. Zumindest so ein Abgang. So, wenn das zu lange lädt, muss ich skippen. Ach, das ging noch. Okay, das ist definitiv der Zugang zur Mine. Das ist gut zu wissen, braucht man aber als erstes noch nicht. Wir brauchen ja zuerst ein Haus. Beziehungsweise wir brauchen zuerst einen Platz für ein Haus. Guckt euch mal auf dem Ladescreen das hier an, wo ich gerade mit der Maus drüber hover. Das ist doch ein perfekter Platz. Und diesen perfekten Platz suchen wir. Nee, so lange sucht man nicht, keine Sorge. Wir werden schon in der Nähe was finden. Sieht eigentlich alles schon sehr brauchbar aus, aber ich erkunde bei sowas ganz gern bis... Oh, sind das fette Kaninchen, genau wie meine. Am Ende vom Video mache ich meistens gerade für den Abspann
auch ein kleines Video von meinem Kaninchen rein. Aktuell habe ich nur ein Video, aber das mehr sind in meiner Cloud. Müsste ich echt nochmal zusammen kompilieren, dass das was wird. Ich glaube, ich habe mich entschieden, wo wir ein Haus hinbauen. Beziehungsweise machen wir es doch hier hin, habe ich mich umentschieden. Sieht doch auch nicht verkehrt aus. Hier schön am Wasser. Ansonsten hätte ich mir überlegt, hier ein bisschen weiter rechts. Was haben wir denn da? Rote Rosen. Na gut, habe ich noch nie geschenkt bekommen. Ansonsten hätte ich das Haus natürlich irgendwie hier hingesetzt. So auch schön in Küstennähe. Hier ist eine Brücke zum nächsten Eiland. Reparatur. 40 Holz, die hätten wir, glaube ich, schon. Und 20 Fasern. Die haben wir natürlich noch nicht. So, dann einmal Karte. Da sind wir. Das ist gut zu wissen. Hier unten wäre noch eine kleine Bucht. Das wäre natürlich auch ein perfekter Platz. Aber ich würde es jetzt auch nicht übertreiben mit der Platzsuche. Sieht hier wirklich das meiste wunderbar aus. Da liegt was Pinkes. Ist das eine Muschel? Was bist du? Ah, du bist nur Deko. Okay, kann ich nicht aufsammeln. Das ist schade. Das Kaninchen wollen wir nicht verstören. Zumindest nicht mehr verstören, als es eh schon ist. Dann würde ich sagen, hier ist ein wunderbarer Platz, was zu platzieren. Deswegen heißt es so. Mein Reiserucksack sieht auch gut aus. Hier sehen wir, dass wir absolut pleite sind. Das wusste ich schon davor. Wie im Spiel, so auch im echten Leben. So, das ist anscheinend Crafting. Eine Werkbank, essentiell für jedes Zuhause. Entsperre neue Baumaterialien und greife auf deine Werkzeugstruhe zu. Und kleine Aufbewahrungsbox, ein Lagerfeuer zum Kochen von Fisch und zur Heilung nach einem langen Tag des Erkundens. Das klingt alles sinnvoll. Ein Haus bauen, dafür Kosten. Was sind denn das für Kosten? Braucht das Glas? Ich glaube, das braucht Glas, aber braucht es das sofort? Holzfundament, das erinnert mich aber sehr stark an Rust. Alle Häuser beginnen mit dem Fundament. Zieh den ersten Gegenstand in deinem Baumenü, um ein Fundament zu platzieren. Um deine Gebäude zu bearbeiten, betrete den Bearbeitungsmodus mit F. Erleichtere das Bauen durch Kamerasteuerung und Ebenenwechsel. Verbessere und ändere deine Gebäude mit verschiedenen Stilen. Okay, soweit so verständlich. Mit R kann man es leicht rotieren. Schade, dass Q nicht für die Gegenrotation verantwortlich ist. So, da kann man ein richtig hohes Haus bauen. Braucht man aber wahrscheinlich nicht. Ist die Frage, ist das alles auf einer Ebene? Es sollte auf jeden Fall über dem Gras sein, weil in vielen Spielen gibt es Probleme mit so Gräsern, die dann reinklippen. Das finde ich generell nicht so schön. Oh, da hätte man höher anfangen sollen. Das hat doch Terrainunterschiede. Den Stein können wir wegnehmen. Der Rest bleibt. So, kann ich das hier abbauen? Gegenstand recyceln, ja, auf jeden Fall. So, dann dreschen wir erstmal auf den Stein hier ein. Na? Geht das nicht? Ist das ein Dekostein? Das ist ein Dekostein. Das ist gut zu wissen, dann müssen wir das nämlich auch recyceln. Dann können wir nicht direkt neben dem Stein bauen. Dann wird auch hier ein herrlicher Platz für. Müssen wir nur ein bisschen Platz schaffen. Und Holz braucht man eh. Nein, ich hab's wieder vercheckt. So. Ich bin im Schlagrhythmus. Nein! Rhythmus hat mich verlassen. Was ist jetzt los? Ich glaube, ich habe Hunger. Wieso habe ich denn Hunger? Vielleicht, weil das ein Survival-Spiel ist. Oh je, was esse ich? Kann ich die Rosen essen? Wo ist mein Inventar? Friss was! Shit. Das ist echt schlimm mit dem Hunger hier. Fleisch haben wir keins. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist auf einmal. Kaninchen! Komm her! Komm her, du kleiner Rammler! Die brauchen mehr Beeren hier. Mist! Wie viele Schläge brauchst du? Aha! Fleisch! Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie machen. Ich bin gleich down.
So, vielleicht können wir noch ein Lagerfeuer oder ein Bett platzieren. Bett. Ach, das braucht auch noch so ein Ding. Lagerfeuer. Das LAGER-Lagerfeuer liegt hier schön am Strand. Nicht genügend Ressourcen, ist mir egal. Kochen, zünden, Treibstoff, Holz. Verwaltung deiner Schnellzugriffsleiste und deines Rucksacks. Das brauchen wir aktuell nicht. Zünden. Kaninchenfleisch, wo bist du? Kann doch nicht sein, dass ich mein Inventar Kaninchenfell, kein Fleisch, nur Fell bekomme. Jo. Zumindest haben wir ein Lagerfeuer platziert, dass wir wissen, wo es hingeht. Ah, okay, das heilt mich aktiv. Das finde ich gut. Ja, mit den Fasern. Dann können wir noch das Bett bauen. Dann respawnen wir im Falle des Falles gleich hier. So. Und dann schauen wir, dass wir was zwischen die Beißerchen bekommen. Ich habe nur 13 Fasern. Ich brauche 20 oder 15 dafür. Na, noch einmal Fasern. So schön ans Lagerfeuer. Ach, ist das fantastisch, wie das mich heilt. Ah, der Hase hat echt nichts Nützliches gedroppt. Erzeugen. Ja, ich kann nichts erzeugen. Aber das sieht hier richtig genial aus, wie ich finde. Ich denke schon, dass das mein... Okay, ist Inventar irgendwie... Wird schon passen. So. Ja, mit euch Fasern. Das sollte reichen. Dann können wir jetzt mal ein Bett bauen. Irgendwas müssen wir ja mal hinbekommen. Bett. 15 Holz habe ich nicht. Ach, Bockmist. Die sind jetzt alle hier drin, so natürlich. Ja, jetzt haben wir kein Lagerfeuer mehr. Ich weiß noch nicht, wie man Stacks teilt. So. Ja, ich weiß, Magenknoten muss im Gebäude platziert werden. Nein! Rein mit dir. So. Zünden. Achso. So kann ich Stacks machen. Jetzt habe ich 15 Holz. Das heilt mich hier, während es mich halbwegs verbrennt. So, was will denn von uns gegessen werden? Schade, dass es hier keine Beeren gibt. Mir zumindest sind keine Beeren bis jetzt aufgefallen. Kann ich nicht einfach Pflanzenfasern fressen? Ich glaube, ich muss einen Elch erledigen. Ich dachte, das wären zumindest Blaubeeren oder so. Ja, das war ein bisschen Blaubeeren. Schnell zurück zum Lagerfeuer. Vielleicht hilft's ja. Also das fängt schon mal miserabel an, meine Überlebenskünste im Wald. Ich dachte, ich hätte länger Zeit, was zu essen zu finden. So schön. Och, ist es schön. Feuer heilt. Wie esse ich denn was? Essen. Hunger gefühlt. Ja, essen. Rein mit dir. Nein, nicht fallen lassen. Kollege? Kann ich jetzt nicht mehr aufnehmen. Das ist... Doch, habe ich. Wie esse ich was? Mit E, mit F? Nee, mit F geht's in den Baumodus. Einstellung. Steuerung. Tabulator durchsucht den Rucksack. Ich steck fest. Nee. Taus und Maustatur, Tastatur und Maussteuerung, Rollenfähigkeit, Karte, Kompendium, Hotbar, Slot, Orbit. Was für ein Orbit? Holster haben wir anscheinend auch, Kamera, Gebäude, Angeln, Bootsteuerung, Kanonensteuerung. Mensch, gibt's viele Sachen im Spiel. Ich weiß doch nicht, wie man isst. Rein in den Slot und dann hoffentlich mit 4. Ah, wunderbar. Ein schmackhaftes Mal. Fürs erste Mal. Ui. Dann besorgen wir uns gleich mehr Blaubeeren, würde ich sagen. Sonst geht's mir demnächst wieder richtig, richtig schlecht. Eine Fackel hätte ich auch gern. Aber erstmal hier die schönen Blaubeeren. Oh ja. Ich weiß noch nicht, wie man aus dem Inventar raus ist. Aber solange wir die hier in den Slot ziehen können, ist ja alles gut. So, Machete. Nein, ist doch nur ein Kaninchen, haut drauf. Das hat Glas gebracht, aber kein Fell. Glas und Fell gebracht, aber kein Fleisch.
Man muss denn für Fleisch klopfen? Gibt's doch nicht. Mit nur Kaninchenfell wird man nicht satt. Ich bräuchte einen Pfeil und Bogen. Man muss ganz schnell was anpflanzen. Wir gehen einfach mal rum. Irgendwo am Strand wird hoffentlich was Essbares rumliegen. Was liegt da? Glas. Das ist eine Tonne. Oh, ich mach Schaden. Da waren Blaubeeren drin. Ich glaub's ja nicht. Okay. Hier haben wir so eine Art Angelladen, so wie das aussieht. Vielleicht verkauft der Fisch. Aber ich habe ja gar kein Geld. Vielleicht können wir Fisch klauen. Roher Schwertfisch verkaufen für 16, verkaufen für 8. Okay, da kann ich was verkaufen, so wie das aussah. Ich habe ja eh noch kein Geld. Blaubeeren. Und ich dachte, ich müsste hier verhungern. Ja, damit. Ja, mit dem Treibholz. Ist gut für Betten. Was ist das? Feuerstein oder normaler Stein? Sieht nach normalem Stein aus. Na gut, wo sind denn die ganzen Hirsche, wenn man sie braucht? Glas haben wir 8 Stück. Das ist so ein Bullerbesen, nennt man die, glaub. Zählt als Reisigzeug. Nehmen wir es einfach mal so. Stein kann so sein. Hier gibt es aber einige Blaubeeren, die ich irgendwie noch erkenne. Hui, schöne Effekte. Auch da hat es gerade ein bisschen geleckt. Wird wahrscheinlich dahingehend noch ein bisschen unoptimiert sein, aber das ist schon okay. Wer ist es nicht? Wer ist zu Anfang perfekt? Ist ja noch im Early Access und dafür macht es echt schon super Eindruck. Bis auf meinen nicht vorhandenen Überlebensinstinkt klappt das ja auch. Was ist hier? Nur Fasern, denke ich mal. Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder Richtung unseres Lagerfeuers. Ich wollte gerade Unterschlupf sagen, aber das ist es ja noch nicht so wirklich. So, das war irgendwie dann hier in die Ecke. Nee, das war noch... Doch, da ist die Brücke. Das heißt, wir müssen da unten hin. Ist mein Lagerfeuer weg oder ist es einfach aus? Wir werden dem Geheimnis sofort auf den Grund gehen. Und irgendwann gehen wir auf den Grund des Meeres. Wahrscheinlich, weil unser Boot bricht. Oder ich was Dämliches mache. So. Da sind wir ja. Dann wollen wir hier mal ein bisschen Klarschiff machen. Hier. Baum fällt. Und zerlegt sich. So soll das sein. So. Bisschen die lokalen Wälder roden, damit wir hier ordentlich Landwirtschaft betreiben müssen. Das habe ich von den großen, fiesen Konzernen gelernt, dass man die Umwelt zerstören muss, um zu leben. So. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Baum fällt, zweiter Baum fällt auch. Ach, das ist eine geile Mechanik. Das mochte ich in Valheim schon. Also, das ist kein Vollholz, wir sind nur voll mit dem Holz. Wir können trotzdem hier noch ein bisschen was abbauen, sammeln wir demnächst wieder ein. Nein, mein Rhythmusgefühl. Na also. Nein, du hättest den anderen doch mitnehmen können. So, noch 3, 4 Bäume klopfen. Und dann haben wir hier eine schöne Fläche für ein riesiges Anwesen. Zumindest erstmal für ein Fundament, wo man ein Bett drauf platzieren kann. Das ist so das Mindestmaß, was wir haben sollten. So, die 2 Kameraden noch und dann... Dann löppt es. Tja. Und du musst auch noch weichen. Weiche! Hinfort! Sehr gut. Was haben wir eigentlich hier? Sind das nur Fasern? Das war zumindest mehr als nur Fasern. Okay, das klappt damit nicht. Das klappt damit nicht. Okay, der Busch bleibt uns erstmal erhalten. Da fällt mir ein, ich müsste mich mal wieder rasieren. Das sind aber schon coole Bauoptionen. So. Welche Ausrichtung nehme? Ich glaube, so Richtung Strand wäre ganz gut. Ich mag es aber auch, wenn die, wenn ich die Karte rotieren. Das schauen wir noch. Also mit Mausrad halten und dann
Nee, sieht relativ fix aus. Dann sollte man das gerade ausrichten. Zumindest so gut es geht. Ich würde sagen, das ist perfekt. So, dann müssen wir das bisschen hochheben. In der Hoffnung, dass das jetzt gut genug ist. Snap-Mechanik. Das kostet aber auch Stein. Das ist ja doof. Hätte ich mehr Stein sammeln sollen. So, da kommen wir jetzt natürlich auch nicht rauf. Kann ich das Bett noch platzieren? Irgendwie. Irgendwie geht es gerade. Hui. So, sieht doch annähernd richtig aus. Muss unter einem Dach eingefasst sein. Ja, wer hätte das gedacht? So, Spitzhacke. Oder bist du auch nur ein Dekostein? Ein Dekostein durch und durch. So, ich fress mal wieder ein bisschen Blaubeeren. Sonst beschwert sich mein Charakter viel zu früh. Ich will aber nicht, dass das Holz despawnt. Vielleicht können wir die Vorratskiste wenigstens schon machen. Na, wunderbar. So, was kommt da rein? Holz. Rein Holz. Und dann sammeln wir das andere auf. So, das funktioniert ja schon wunderbar. Dann schauen wir mal, ob sich hier irgendeiner der Steine bereit erklärt, abgebaut zu werden. Weil sonst sieht es auch wieder nicht so ideal mit den Fundamenten aus. Du bist kein Abbaustein. Du bist auch kein Abbaustein, zumindest im Moment noch nicht. Da ist ein so ein Haufen, den können wir aber noch nicht verletzen. Das haben wir ja am Anfang. Oh doch, wir machen Schaden. So, was bist du? Siehst aus wie Kupfer, schmeckst wie Ton. Na gut, dann wird's wohl Ton sein. Der Ton macht die Musik. So, hier haben wir wieder ein schönes Spitzhackensymbol. Dann können wir also doch entscheiden, welche Häufchen abgebaut werden können und welche nicht. Mehr aus dem Handgelenk. Und voll auf die Bandscheibe. So, 13 Mal haben wir hier was an Steinchen. Dann dürfen wir am Anfang aber nicht zu riesig bauen. Sonst braucht man ja ewig viele Ressourcen, bevor irgendwas geht. Was mache ich denn für Mist? Falsche Waffe ausgerüstet gehabt. Ich dachte, das macht er teilweise automatisch, teilweise nicht. Wir probieren's. Na komm schon, stirb! Stirb! Fels ist gestorben, so wie es sein soll. Jetzt haben wir aber hoffentlich genug Stein, zumindest für ein kleinen Anbau an unsere kleinen Fundamentchen. Bauen, Fundament, Holzdecke, nein! Erstmal bauen! So. Wie viel Ressourcen kostet das? Wo sieht man das beim Drüberhabern? 6 Holz, 2 Steine. Mensch, das ist aber... Da braucht man viel. So, ich würde sagen, dann machen wir erstmal 3x3. Können wir ja jederzeit anbauen. Dann braucht man sowas wie einen Zugang. Obwohl, den verlegt man dann... Ich mache ihn erstmal hier an der Seite. Muss in Gebäude platziert werden. Holzfundamentstufen, okay. Also das ist jetzt nicht so, wie es aussehen soll. Ich will es nur nach hinten weiterbauen dann in Zukunft. Deswegen mach mal hier mal eine temporäre Tür. Sehr temporäre Wand. Ich würde sagen, als Schlafraum wird es erstmal reichen. Holzdecke. So, die 30 Minuten Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl wieder Zeit für ein kleines Fazit. Ich mag das Spiel bis jetzt. Teilweise ist es gefühlt noch etwas clunky, aber das liegt wohl eher an mir und dass ich eben noch etwas Eingewöhnung brauche. Die Grafik bzw. der Artstyle ist nicht übermäßig herausragend, aber ganz solide und das Gameplay wirkt bis jetzt wirklich klasse. Man kann bauen, looten, farmen, kämpfen, jagen, erkunden, vor allem dann auch mit dem Boot weit entfernte Inseln. Bin echt gespannt, wie es mit dem Spiel weitergeht. Hat auf jeden Fall schon einiges an Content zu bieten
und auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gern, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.